Yes, yes, yo! Schön sind wir wieder da, 167 Flash. Mein Name ist Pierre. Wir sind hier in der Zona 167 Studio. Und ja, heute haben wir einen Gast. Ich würde sagen, der ist der erste R&B-Sänger der Schweiz. Auch Producer, wo ich halt erst später erfahren habe, dass er eigentlich zuerst Producer war, bevor er eigentlich Sänger geworden ist. Aber wir hören alles noch von ihm. Und er kommt mit einer neuen EP zurück. Und ja, sind mal gespannt. Schön bist du da. Ja. Piet Pinika. Danke. Vielen Dank. Geile Sache. Für die Einladung. Merci. Nice, nice. Alles gut bei dir? Ja, alles ja. Alles fresh? Ja, ja. Es ist alles gut. Genau. Entspannt. Mit einem Cola. Alles entspannt. Whisky Cola hast du mit mir. Gute Stimmung, genau. Also Whisky hat man so sagen, gell? Falls... Nein, es geht gerade. Ist gut so. Es ist alles gut, ja. Danke. Tipptopp. Nice, nice. Hey, wir haben uns am Beatfight das letzte Mal gesehen. Beatfight zu kennengelernt, oder? Kennengelernt überhaupt, gell? Genau, so. Ja. Ja. Ich habe es geil gefunden, hast du dich angemeldet. Ja. Ich denkt, ah, Piet Pinika, natürlich kennt so, aber ich habe gar nicht so gewusst, dass du Beats machst. Ja. So. Ja, wie hast du mal den Beatfight so in erster Linie erlebt? So? Ja, also ich finde es grundsätzlich schon mal super geil, dass du das machst. Oder dass ihr das macht. Ich nehme an, es ist schon sind Band, ein Team. Ja, genau. Ich finde es extrem wichtig, eben gerade, dass Beatmakers einmal aus ihrem Schlafzimmer rauskommen. Man sagt ja Bedroom Producers. Mhm. Man ist immer zuhause, in seinen vier Wänden und brütet und feilt und macht. Und ja, dann hören es vielleicht Kollegen im Umkreis, aber es gibt keine Plattform. Ja. Und darum finde ich jetzt so etwas extrem wertvoll. Und haben das natürlich dann auch unterstützen und haben auch das mega cool gefunden, andere Beatmakers zu treffen. Mhm. Also auch für mich, für den Austausch, sehr wertvoll und wirklich mega geil gewesen. Und ich meine, dass ich gewonnen habe, das war ein Tüpfli von ihm. Ich hätte es nie gedacht. Preis mit eingenommen. Hey, ich hätte es ja nie gedacht. Das hat mich auch gefreut. Immer noch. Ja. Jedes Mal, wenn ich den MPC Live vor mir habe, dann denke ich, ja geil. Medaille ist auch aufgehängt. So. Nein. Die ist in meinem Beatmakers-Kästchen sauber verstellt. Genau. Das ist meine einzige Medaille. Gell? Ich habe noch nie im Leben etwas gewonnen. Das ist gut, dass wir die gemacht in dem Fall. Wir denken, etwas symbolisch noch ist doch cool. So ja, nein, das ist geil. Mitnehmen ist nicht gerade zum Aufstellen, aber man kann es genau behalten. Ja, ja. Nice, nein, nice. Mega. Ja. Also, eben, erster Platz, Beatfight 2017, sehr nice. Ja. Wie hast du so die Gegner oder Gegner, die anderen Producer so erlebt? Und hast du erwartet, dass es so auf dem Niveau ist? Und also, vor allem im Finale auch extrem gute und krasse Producer. Ja. Vorher auch. Also. Ja. Also in der ersten Runde, ich finde, dort hat es ein paar gehabt, die sind halt einfach vielleicht noch nicht so weit gewesen. Weißt? Du hast gemerkt, die haben gute Ideen. Sie waren vielleicht zum Teil auch noch ein bisschen jung gewesen. Aber ich denke, die werden kommen. Die werden das nächste Jahr kommen. Und dann, im Finale ist dann, also dort habe ich dann geschwitzt. Schon ein geschwitzt. Ja. Es ist schon mega schwierig so. Ich habe ein paar Mal die Jury angeschaut und dachte, oh, da ist jetzt etwas. Also ein Entscheid zu treffen ist halt extrem schwierig. Es war zum Beispiel ein Battle gewesen, du gegen den DJ Black Flame, der mega knapp war, wo das Publikum dann natürlich die entscheidende Stimme gegeben hat. Ja. So. Wie hast du das so empfunden, teilweise so als du, ich habe einfach gemerkt, dass er sehr professionell ist und dass seine Sachen gut sind. Die sind super tight und alles. Und vor allem ist er viel besser vorbereitet eingefahren wie ich. Ja. Und dann habe ich gemerkt, oh shit, jetzt wird es glaube ich knapp. Ja. Aber eben, es ist auch extrem schwierig zu sagen, weil er hat, ich sage es mal, hat ganz einen anderen Style wie ich. Mhm. Es war eher ein bisschen trappiger gewesen, was er dort gebracht hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass genau das dann für eine Jury eben schwierig ist, weil du hast ja nicht einen direkten Vergleich. Also du bist nicht jetzt im
wenn jetzt beide Trap spielen, wenn beide Trap spielen, dann ist es ja irgendwie einfacher, aber dann musst du, ja, ich weiß nicht, wie du nur noch ein bisschen Geschmackssache. Das, kommt, das schwingt wahrscheinlich auch noch mit. Also ich glaube, ich könnte es nicht im Fall. Ja. Vor allem auch die Länge, weißt du, es ist so lang und die Jury immer wieder hören, nochmal einen. Ja. Wieder beraten, wieder eine Entscheidung. Also ich habe es recht krass gefunden, für sie vor allem. Ja, ja, voll. Ja. Also es ist ein deftiger Job. So. Ja, heavy. Aber die haben das gut gemacht. Ja. Unbedingt, mega. Ja, finde auch. Das ist cool. Yes, man. Also eben Producer, du hast gestartet mit Produzieren, mit Beats machen. Ja. Wie bist du zu dem gekommen? Es sind so ein verschiedene Einflüsse. Mein Vater war Profimusiker, Drummer, ja. Also hat Jazz gemacht und dann nachher mit verschiedenen Bands in Europa herumgereist, also Deutschland, dann Skandinavien, so Stockholm, Kopenhagen war so ein bisschen das Jazz-Mekka in den 60er, 70er Jahren. Ah, ja. Es sind auch viele Amerikaner rübergekommen. Nene Jerry, ihr Vater, ist ganz ein bekannter Jazzer. Ja. Vorname von ihm weiss ich jetzt auch nicht mehr. Aber Jerry halt, kann man googlen. Genau, und das war natürlich ein Einfluss gewesen. Und aber auch sonst, ich mag mich auch erinnern, ich muss es jetzt halt einfach sagen, der Billy Cobham ist einer der weltbesten Drummer und gute Freunde von unserer Familie. Also die sind verheiratet gewesen, die Frau. Und dann die Söhne aus erster Ehe waren beste Freunde von mir und dann bin ich einfach oft dort auf Besuch gewesen. Und einmal, weiss ich noch, dann hat er wahrscheinlich sich mit der Mutter vergnügen, der wollte Ruhe haben von uns, wir waren dort irgendwie 10, 11 gewesen. Ja. Dann hat er gesagt, Jungs, jetzt könnt ihr ins Studio. Ah. Und er hat dort irgendwie, wann war das gewesen? Vielleicht 1985, 86. Dann hat er uns in sein fettes Studio reingelassen. Wenn ich jetzt zurückdenke, dann hat es so Synthes sind da gestanden wie Oberheim Four Voice, ja. So einen weissen. Also das und einfach und die Kinder auch dort drin. Hey, und wir haben alles, wir können machen dort drin, was wir wollen. Hat einfach Ruhe wollen. Und das ist mir natürlich auch recht eingefahren. Und eben, es sind halt immer wieder so Sachen. Und dann bin ich selber drin reingekommen und dann ist es dann irgendwie abgegangen. Ja. Nice. Ist denn früher auch schon für andere produziert oder so, für Rapper? Jetzt, du hast ja eine Zeit lang mit dem Blick ja. Ja. Das tut auch, oder eher als Sänger dort? Oder ja. Oder hast du schon Produktionen können? Wie war das gewesen? Nein, es hat vorher einmal, also kennt haben wir uns schon bevor wir zusammen Musik gemacht haben. Aber mein erster Tonträger, das war, glaube ich, wie hat es denn geheissen? Bis mit Fresh Stuff Sampler. Der Fresh Stuff Sampler. Ist da vielleicht ein Begriff. Hast du schon viel mal gehört. Dort hat der EKR ist dort auch drauf, der Black Tiger. Mhm. Also Black Tiger habe ich übrigens dort zum ersten Mal drauf. Ah, der mag sich vielleicht nicht mehr erinnern. Genau, und dann nachher ist dann Jahre später auch wieder ein Sampler gemacht worden in Zürich, der heisst Chocolate Cheese and Sounds. Mhm. Und dann haben Rapper aus Zürich und Umgebung haben dort darauf mitgemacht. Und natürlich auch eben dann der Blick. Ich weiß gar nicht, ob es Blick und Legs dort schon gegeben hat. Und dort habe ich Beats gemacht eigentlich. Und habe dann aber eine Idee gehabt für eine Hookline, eine gesungene Hookline. Und bin dann selber gerade in die Booth rein und habe das gesungen. Dann haben das alle geil gefunden. Und ich so, ja, okay, dann lönt das, oder? Und so hat es irgendwie angefangen. So ein bisschen ja, aus der Not raus so. Ja, einfach eine Idee. Und dann wir sind halt einfach spontan gewesen dort, gell? Es war recht spielerisch gewesen. Ja, und dann hat Blick und Legs dann angefragt, hey, willst du nicht irgendetwas, weißt du, eine Hookline oder so? Und dann ist von dort aus ist es dann weiter. Ja. Die haben mich auch angesteckt mit der Mundart. Also ich habe vorher englisches Zeug gelost und hat gemacht. Und dann habe ich von dort aus dann angefangen, selber auf Mundart zu schreiben. Yeah. Been away for a long time, found a higher kind of awareness. Had to let go of everything that didn't belong to me. Yeah. Oh yes, it's been a long time coming.
been on the pieces of any kind of broken dreams. And it feels so good, so damn good. Makes me wanna think that this might be the real thing this time around. Yeah, yeah. Feels so good, so damn good. Leaving all the bad stuff behind me now. Oh, genau. Ja, siehst du es nachher mit dem Blick, wie siehst du es in seiner Entwicklung und so? Und, ja, ja. So jetzt, du, das Ganze ist natürlich krass, gell? Ich meine, er ist heute einer der größten Schweizer Musiker. Mhm. Bekanntesten oder erfolgreichsten, ja, ja, kann man voll sagen. Bei ihm daheim kann ich sagen, sieht es aus wie bei, ich weiß nicht, wer die Sendung noch kennt, MTV Cribs. Ja. Also in der Stube sind die goldigen Schallplatten an der Wand und der Fernseher ist so gross und der Swimmingpool und so. Pool, ja, ich habe wirklich, ja, ich musste lachen, dann, als ich also er, so er genießt so, er lebt so. Ja, ja, er macht das gut. Ich mag ihm das gönnen von Herzen. Er hat sich das erkämpft und verdient ja auch. Stilistisch haben wir uns sicher auseinanderentwickelt, ja, aber du... Das ist jeder macht seinen Weg. Zeitspanne, so, und jeder, ja, geht seinen Weg. Normal, genau. Und du hast ja, Limazol ist ja so ein bisschen, wie kann man sagen, es ist so die erste, nimm ich an, das erste R&B-Album in der Schweiz gewesen und so ein Zeichen gewesen, so. Wie hast du das erlebt zu dieser Zeit? Wie haben die Leute aufgefasst? Wie ist das angekommen? Ihr da mitbekommen, dass ich denke, ah, krass, dass es das auch noch gibt. Zuerst war es für mich schweizerdeutscher Rap schon mal neu gewesen, ja, dann, ja, und dann auf einmal R&B gesungen, ja, und so. Ja. Und also ich muss dir jetzt mal sagen, es hat vor Limazol, das war das zweite Album. Das war das zweite? Das erste war Blut, Schweiß und Tränen. Okay, dann bin ich schlecht informiert. Aber nein, du kannst es nicht wissen. Ah, okay. Ich glaube, das gibt es wirklich nur noch auf meiner alten Website. Ja. Plus ich habe noch ein paar CDs zuhause. Also das ist also ich meine, das Label hat natürlich, das ist jetzt, wie lange ist das her? 15 Jahre her. Ja. Das Label hat die MP3s natürlich weggenommen. Also das ist einfach nie auf keiner Plattform. Ich werde aber schauen, dass ich es irgendwie aufstellen kann. Das müssen, ja, wir eigentlich zugänglich machen. Nein, es ist so, dass das ist effektiv, das darf ich sagen, Pionierarbeit gewesen. Also es ist das erste schweizerdeutsche R&B-Album gewesen, Blut, Schweiß und Tränen, und dann gefolgt von Limazol. Und ja, also deine Frage war ja, wie hat das Umfeld reagiert? Wie die Reaktionen auf die Medien oder Foto? Ganz unterschiedlich. Ich glaube, dass ich fast ein bisschen zu früh gekommen bin mit dem Ganzen. Mhm. Also das, so die breite Öffentlichkeit, dass wir nicht so hat können handeln. Ich sage jetzt mal, es sind zum Teil halt sehr emotionale Texte, so bisschen, vielleicht auch manchmal ein bisschen überschwänglich. Und dann heisst es dann schnell mal, ja, ja, es ist immer ein bisschen zu kitschig oder ja, es ist schon ein bisschen süß und so. Und, aber ich meine, ich verstehe es. Weißt du, das ist ja, plötzlich kommt ein Gesang daher, wo das ist nicht Rock. Ich meine, Rock, mit dem können vielleicht bei uns jetzt mehr Leute viel etwas anfangen. Leute anfangen. Ja, ja, genau, sind das so schöne, sanft gesungene Melodien. Mhm. Und dann plötzlich noch in deiner Sprache. Und dann kommt es gerade hure nach. Dann sind sie so einfach vielleicht. Oder einfach so. Ja, und dann habe ich das Gefühl, dass vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht all das so haben können annehmen. Du, aber eben, das ist meine Interpretation, gell? Ja. Und, aber jetzt nehme ich noch mal einen Anlauf, jetzt kommt ein EP, yes, im Herbst. Genau, und auch auf Schweizerdeutsch. Stay tuned, Augen und Ohren offen behalten, das ist auch auf Schweizerdeutsch. Ja. Genau, jetzt sind wir genau 10 Jahre später, Vaterschaftspause, ja, ist durch. Das ist genug, du weißt, von was ich rede. Ja, ja, genau. Kennst du. Ja. Ja. Aber ich habe Pause gemacht bis jetzt. Okay. Ich komme erst nachher. Okay. Bin ich völlig erschöpft. Ja. Am Arsch. Ja, nice. Nein, aber ist zu dieser Zeit, jetzt, wenn wir zurückkommen mit Limazol, so, bist du dort ein bisschen unterwegs gewesen? Hast du ein bisschen so ins Musikbusiness ein bisschen mal reinschauen, so, hast du Sachen mitbekommen? Ja, wie war das so für dich? Also ich bin vor allem mit dem ersten Album
habe ich einen super fetten Deal können abschliessen. Also dort ist richtig viel Geld geflossen, kann ich sagen. Ja. In die Produktion. Wo bist du unter Vertrag? Das war Musikvertrieb. Ja. Musikvertrieb. Die sind an der Badenerstrasse in Zürich. Mhm. Genau, und dann konnte ich Master auf New York zu Sterling Sound. Okay. Und das war natürlich krass gewesen. Und da bin ich auch, also ich bin 3 Tage in New York gewesen. Ich bin übergeflogen, geschlafen und am anderen Morgen gerade ins Studio geschafft und dann eigentlich aus dem Studio dann wieder auf die U-Bahn gesäckelt und gerade auf den Flughafen und wieder tschüss. Krass. Ja, es war huere krass gewesen. Ich habe es gefilmt, ich habe es so dokumentiert. Ah, schon? Aber ich habe es nie zusammengeschnitten. Das müsste man mal machen. Das müsste man machen, mal online stellen. Ja. Zu dieser Zeit war es natürlich auch noch mal anders gewesen. Ja. Also, ja, so eine Reise und... Ja, und vor allem, du siehst wirklich, ich bin in dem Studio rein. Also das ist einfach krass, oder? Ja. So ein Mastering-Studio in Manhattan ist das. Oder auf Manhattan, muss man sagen. Ja. Deftig. Ja, müsstest du mal auf deinem YouTube-Channel. Chris Geringer hat er, glaube ich, geheißen. Das ist der Music Soul Child gemastert hat. Ah, okay. Ja. Ja. Ja, das ist geil. Also, den konnte ich mir aussuchen. Und das hat mir alles gezahlt. Gell? Da hast du dich ausgesucht, oder? Ja, das Master. Ja, ich habe mich ein bisschen gestürmt. Und Videoclips und so, glaube ich. Hat es auch gegeben. Dort hat es auch noch ein anderes Budget gegeben, in dem Fall. Ja, Videoclips. Thanks, ja. Ja. Genau. Nice. Live-Auftritt, hast du auch live gespielt? Live-Auftritt, es hat zwar leider nicht so viel gegeben, wie wir uns dort erhofft haben. Mhm. Open Air St. Gallen waren wir. Gewesen, aber da haben wir irgendwie am 11. Uhr haben wir gespielt. Ja. Also weißt du, man hat sie ja nicht gekannt, oder? Ja, klar. Ich bin ein völliger Newcomer gewesen dort. Und mit etwas, mit einem Stil, den niemand gekannt hat. Vielleicht hat es auch mit dem zu tun. Und wo sind wir auftreten? In der Kaserne in Zürich noch. Das war ein ganz geiler Gig. Ja doch, also ein paar Gigs hat es gegeben. Ja. Wirklich mit Liveband. Ja. Mit 3 Backing Vocals. Nein. Ja. Daniela Sarda. Ja. Kennst du vielleicht? Nein. Wo jetzt, wie heisst es? True. Elektropop, True. Ja, nein. Das ist die Stimme. Ja. Super Sängerin. Guillermo, Soria. Ah, ja. Dann nennt sich jetzt Lascar. Ja, und Alina Amuri hat jetzt auch gerade bei Sony einen Vertrag unterschrieben. Ihr Album ist auch rausgekommen im Frühling. Definitiv. Die sind jetzt alle voll drin. Alle dabei. Währenddem ich Pause gemacht habe, sind die jetzt gekommen. Ist das ein bisschen, nicht, wie soll ich sagen, bereut, aber so vermisst es da so ein bisschen, dass irgendetwas passiert, wer und den Weg geschafft hat, zum bekannt werden und können Musik machen von dem Leben, so ist da bereust du ein bisschen und ja, wie siehst du? Also bereuen, ich bin enttäuscht gewesen. Ja. Ich bin sehr enttäuscht gewesen, das kann ich sagen, weil ich habe viel investiert, also einfach an Herzblut. Ja. Und ich habe auch alles selber produziert und geschrieben, also ich habe sehr geschafft und Gas gegeben und eben, dort bin ich dann, ich habe gefunden, es ist ein bisschen zu wenig passiert für das, was ich reingesteckt habe. Aber, ich meine, es ist, wie es ist, gell? Man kann es nicht erzwingen, gell? Man kann es nicht erzwingen und ich glaube, ich war einfach ein bisschen früh gewesen mit dem Ganzen. Ja. Und vielleicht auch ein bisschen ich wollte zu real sein. Mhm. Also es ist ja New Classic Soul, den ich gemacht habe, wirklich so Neo-Soul. Ja. Nicht einmal irgendwie poppiger R&B, so à la Ashanti. Ashanti ist das mal. Die Zeit. Ja, genau. Weißt du, wenn ich ein bisschen mehr... Obliged, doch, so. Genau, aber ich bin halt recht... stur und wenn ich eine Vision habe, dann ziehe ich es durch und ich meine, das geht auf mein Konto, gell? Mhm. Wenn ich mich da ein bisschen geöffnet hätte, dann wäre es vielleicht anders gewesen, aber hey, ich finde, das ist das Wichtigste, dass man sich selber treu ist, oder? Mhm. Ja, dann kannst du ja dahinter stehen, genau. Da stehen und sagen, ich bin zufrieden mit genau. Dem, nicht einfach, hey, ihr Geld verdient, nein. Mir ist es egal. Nein. Und es ist also, ich kann heute noch alle Tracks hören und ich finde es immer noch geil. Nice. Und das ist natürlich etwas vom Schönsten, gell?
Nice. Jetzt hat der Seven sehr viel in dem Gebiet so gebracht. So. Ja. Verfolgst du auch ein bisschen, so. Kennst du ihn? Wir haben uns vielleicht zweimal getroffen, dreimal und ein bisschen geschwätzt. Und klar habe ich von ihm gehört. Ja. Also er ist eigentlich der andere gewesen, der auch R&B gemacht hat. Mhm. Wir haben mehr oder weniger gleichzeitig angefangen. Er hat halt Englisch gesungen, von Anfang an schon immer. Bis heute, genau, schon immer. Ja, und er macht sein Ding und ich glaube, das ist gut gelaufen. Ich glaube, er lebt von dem. Ja, schon, ja. Ich denke auch, ja. Ja. Ja, viel Erfolg mit der Sendung im Deutschland, Sing mein Song, das oder? Ist ganz da hat er natürlich auch noch einen Push gegeben. Also muss ich wirklich sagen, dort ist mir sehr eingefahren, was er gemacht hat. Ja, ich war richtig stolz auf unsere Schweizer dort. So krass, in dieser Sendung. Ja. Das ist geil gewesen. Das ist extrem viel Talent, ja. Das ist unglaublich. Ja. Hat alles sehr schön, geil umgesetzt. Total, Nice, nice. Cool, Mann. Die neue EP kommt. Im Herbst? Die sollte im Herbst kommen. Genau. Wie sieht es dort aus? Du hast gesagt, eben, wieder auf Schweizerdeutsch singen. Du hast zwar in der Zwischenzeit überlegt, ein bisschen Englisch. Du hast auch eine Single gehabt letztes Jahr, wo Englisch war. So. Ja, genau, ja. Wie ist so ein bisschen der Unterschied so für dich, dass du sagst, hey, ich würde wieder Schweizerdeutsch oder passt das besser? Und ja, was ist so der Grund für das? Oder lässt es offen und sagst, es gibt vielleicht noch Englisch. Es ist so, dass ich mich jetzt ich gehe das Ganze jetzt viel spielerischer an. Ja. Wie ich vorher gesagt habe, ich bin ein extremer Perfektionist. Ich arbeite daran, das ein bisschen abzulegen. Ja. Schwierig. Es ist schwierig. Und ich habe mich jetzt auch sehr geöffnet, ich sehe es nicht mehr so eng, es muss nicht mehr, also weißt, es ist immer noch real, oder? Aber es ist eben spielerischer, ich gehe nicht nur auf eins, wie soll ich sagen, Genre, dass ich sage, hey, es ist New Classic Soul, Neo Soul, ich orientiere mich jetzt an dem D'Angelo, und ich meine, der ist sowieso der Musikgott für mich, oder? Ja. Und das bringt ja dann nichts. Man muss versuchen, man muss so die eigene Identität zu finden, oder? Und, die eigene Identität, den eigenen Weg zu gehen. Du musst es so machen, wie es du machst. Ja. Und der Ansatz heute jetzt für mich ist auch, dass ich mir sage, hey, ich will, das geht jetzt auch, ich muss ein bisschen ausholen, das geht auch ins Sampling rein von den Beats. Ich mache ja auch Beats. Mhm. Und die basieren ja eigentlich auf dem Hip-Hop. Dass ich mir auch dort sage, Hip-Hop ist zwar sehr geil, aber gut, jetzt heute haben wir Trap, aber früher ist der Hip-Hop so gewesen, dass du bist immer in die Vergangenheit gegangen und hast irgendeine alte geile Platte genommen und hast dann eigentlich die Vergangenheit gesampled und in die heutige Zeit geholt. Du hast etwas importiert und hast es dann transformiert oder umgesetzt in die heutige Zeit. Und heute ist für mich wie die Überlegung, hey, ich möchte eigentlich im Moment das machen. Ich möchte etwas Neues erschaffen. Genau, also ich möchte im Moment sein. Ich möchte Musik machen von heute. Ich weiß jetzt momentan nicht. Aber trotzdem genau. Gesamplet so. Oder spielst du auch viele Sachen ein? Beides. Ja, beides. Kombinierst es. Ja, genau. Aber ich versuche halt einfach mehr in der heutigen Zeit sein und weniger. Aber das ist auch cool so. Ja. Also weißt, ich finde, wenn man zu fest retro ist, ist es auch nicht, dann tönt es wie früher, dann ist es auch nicht so geil. Man kann es aber auch neu, es ist noch schwierig. So. Ja. Man kann es natürlich auch neu interpretieren und vielleicht ein bisschen druckvoller machen, so mit den Mitteln, die man heute hat. So. Ja. Es gibt auch Leute, die so 90s Beats machen, die aber neu tönen, weißt du, die geil sind. Ja, das stimmt. So, aber ich verstehe die Ansatz. Stimmt, aber es ist trotzdem ein alter Spirit, den man wieder aufgreift. Ja. Und ich möchte halt versuchen, so den Spirit vom Moment mehr einzufangen. Mhm. Das ist mein persönlicher Ansatz. Ich meine, das kann sein, du findest jetzt vielleicht das erzählt dir da, oder? Nein, ich kann es momentan nicht anders in Worte fassen. Genau. Und Schweizerdeutsch
weil ich glaube, ja, es braucht einfach eine Fortsetzung von dem, was ich angefangen habe. Mhm. Weil ich jetzt einfach einmal wage zu behaupten, also ich habe in diesen 10 Jahren, wo ich jetzt Pause gemacht habe, auch ein bisschen auf eine Antwort gewartet. Mhm. Auf das, was ich gemacht habe. Und ich habe sie einfach noch nicht bekommen. Mit dem wollte ich sagen, oder die Frage stellen, gibt es da außen vielleicht auch noch andere R&B-Sängerinnen oder Sänger, die Schweizerdeutsch singen? Mhm. Bis jetzt habe ich jetzt nicht viel, ja. Noch nie gehört. Ja. Und irgendwie schreit es jetzt für mich nach einer Fortsetzung. Ich wollte das einfach weiterziehen, halt eben jetzt mit dem neuen Spirit. Nebendran, aber halt einfach auch offen sein für andere Sachen, also englische Geschichten. Ja. Oder halt die Beats-Schiene, genau. Aber das Producer-Ding ist auch sehr wichtig, gell? So. Total, ja. In der Live-Beat-Session noch. Ja. Wo wir werden ausstrahlen, so, ja. Und wo gemacht hast für uns. Ja, wie ist es dort, also, ist auch geil, du kannst dich selber produzieren. Wie ist es auch, zum auf die eigenen Produktionen zu singen für dich? Und wie ist es, wenn du von jemand anderem Producer ein Beat überkommst? Ja. Ist so ein bisschen... Du, es ist, wenn ich es selber mache, ist es halt wie direkter, es geht wie schneller, weil das sind eine Art Emotionen und Gedanken, die natürlich von einer Person gerade zusammenfliessen. Mhm. Und sonst läuft es so, ich meine, eben, letzten Sommer ist die Single rausgekommen mit dem Berlin Lama, mhm. Wo, wenn jetzt jemand anderen Beat bringt, oder vielleicht 5 Beats, dann muss einfach einer darunter sein, der mich emotional catcht, der mich berührt. Es muss einfach funken, es muss zünden. Und dann geht es los. Mhm. Und wenn ich es halt selber mache, dann, ich meine, dann passiert das schon im Tram am Morgen. Ja. Wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, ja. Dann arbeite ich halt einfach dran auf meinem Handy und den Beat habe ich auf den Kopfhörer. Und ja. Es ist wie direkter und es läuft. Und es ist super persönlich halt auch. Aber das ist ein ganz natürliches Ding halt, gell? Ja, ja. Das kennst ja du auch. Ich meine, du machst auch Beats und Raps. Ich mache auch teilweise Beats und Raps, selbst schon. Aber ich komme auch viele Beats über. Ja. Und es ist ganz unterschiedlich. Es ist speziell, so zu erklären. Ja, es ist noch schwierig zu sagen. Ja, ja. Es ist, weil es von dir auch ist. Und du weißt genau, wie du darüber musst rappen eigentlich. Ja. Es kommt viel natürlicher. Ja. Ja, das stimmt. Obwohl es auch interessant ist, sich zu öffnen auf einen neuen Beat. Und ja. Das so interpretieren. Ja. Ja, aber es ist anders so aus einem Guss. So. Ja. Das Ganze, ja. Ja, du hast natürlich Einflüsse dann eben von dem Beatmaker, gell? Mhm. Oder von der Person, wo der Beat gemacht hat, was sehr genau. Interessant ist. So. Genau. Das ist natürlich auch. Das kann auch sehr bereichernd sein. Oder bringt dich vielleicht auf einen völlig neuen Pfad, auf neue Ideen. Gell? Genau. Wo du ganz anders, vielleicht, wenn jetzt ein Sample oder so anders interpretiert hättest oder anders überhaupt eingespielt, das Ganze. Ja. Berlin Lama ist ein Begriff so. Das ist ein Producer, Drummer, ja. Profi-Drummer. Ja. Wie ist da Connection? Weißt du, er mischt, hast du gesagt, deine EP? Also er, oder er macht mehr als nur das. Genau. Also er produziert auch mit und mischt das am Schluss nochmal. Mhm. Und zwar, weil er das wahrscheinlich einfach besser kann. Ich glaube jetzt mal, ich bin zu näher drauf, weil halt einfach auch Text und Gesangsmelodien, die kommen jetzt schon von mir. Ich bin froh, dass ich das ihm abgeben kann. Das ist immer geil, ja. Jemand anderem noch. Ja, genau. So. Und wie ist es dazu gekommen? Also wir haben uns vor... Warte jetzt mal, wann war das? Kurz nach dem Release von «Blut, Schweiß und Tränen», von meinem ersten Album, das war glaube ich 2004, habe ich ihn getroffen im Stall 16 und habe ihn angekickt. Und zwar, weil ich ihn ein paar Wochen vorher gehört habe, in einem Jazzclub, wie er Drums gespielt hat. Und ich habe ihn nicht gekannt. Ich war da mit meinem Bruder. Und wir haben gehört und wir haben beide gefunden, hey, der ist sich. Also weißt du, er hat, und das ist schon etwas, wo ich finde, das gibt es relativ selten. Oder mir geht es wie um das, wenn ich Drums höre. Er hat in dem Moment dort, bei dem Gig, einfach
jeder Schlag ist wie neu definiert oder neu gedacht, neu gesetzt gsi. Also weißt, klar hat er ein Pattern gespielt, oder? Wie man es kennt. Oder du kannst auch, dann kannst du loopen. Ja. Aber es gibt Drummer, die spielen das durch wie ein Maschinchen, und sind super genau von mir aus. Und wirklich wie ein Maschinchen. Und dann finde ich, dann berührt es mich nicht. Und er hat so wirklich das Gefühl. Jeder Schlag ist, hast du gewusst, hey, oder gehört hast du es halt einfach, hat jeder neu gesetzt, neu gedacht. Es war einfach geil gewesen. Ist mir huren eingefahren. Dann haben wir dort im Stall 6 eben angequatscht, ob er allenfalls Lust hätte, mal etwas zu machen. Ich habe ihn dort gehört, ich fände es huren geil, wenn er spielt. Ja. Dann, ja. Und dann haben wir uns wieder aus den Augen verloren und dann Jahre später wieder irgendwie, hey, hättest du Lust, auf meinem zweiten Album etwas zu machen? Und dann ist er aber, glaube ich, auf New York für ein halbes Jahr, hat irgendwie so ein Stipendium bekommen vom Popkredit. Nice. Dann ist ein anderer Drummer gekommen, der Singadi, der ist auch huere geil. Das ist auch sehr geil gekommen, was der gemacht hat. Der ist jetzt eben auf dem Album. Und jetzt vor einem Jahr hat auf Instagram hat jetzt ein Berlin Lama einen Track gehört von mir, den ich aufgestellt habe, den ich produziert habe und darüber gesungen habe. Dann hat er sich gerade gemeldet, hey geil. Ich bin an einem Album, jetzt war er an einem Album. Ah, okay. Hey, es wäre huere geil, wenn du singen auf einem Track von meinem Album. Okay. Und dann ich so, ja klar, oder? Und so haben wir uns wieder getroffen. Dann ist es wieder. Und lustigerweise haben wir dann geschnallt, hey, unsere Frauen kennen sich, sind beide Yoga-Lehrerinnen. Also ganz komische Verstrickungen. Also eigentlich kannst du jetzt am Schluss sagen, es hätte müssen so kommen. Dass wir uns irgendwo, also weißt, hast wirklich, so wenn du zurückgehst, so. Dann sind das so Wege gewesen, die irgendwann haben müssen zusammenkommen. Ja. Nice. Ja. Es ist sehr cool, mit ihm zusammen zu arbeiten, muss ich wirklich sagen. Wie ist es so zwischen das Producen und Singen? So, Producer bist halt mehr ein bisschen so im Background und so. Und Gesang bist vorne, Bühne, ja. Entertainer und so. Ja. Weißt du, wo dir mehr liegt, ist beides? Kannst du beides? Fühlst du so oder ja? Ich bin am liebsten im Studio. Ja, schon. Und du dort tüfteln und Songs schreiben und auch Text schreiben und aber ich denke, das ist einfach, eigentlich sind es wie drei verschiedene Jobs. Das eine ist der Songschreiber oder der Texter, dann ist es der Beatmaker oder der Produzent und nachher ist es der Interpret, ganz am Schluss. Und es ist eine Verkettung, es ist eine Kette und das ist eins am Schluss und das ist ja auch, das ist nötig, das ist einfach... Dass alles braucht so. Genau, und ich meine, in dem Moment, wo ich auf der Bühne bin, da geniesse ich es natürlich auch, die einerseits wieder in die Emotionen können abzutauchen von diesen Songs. Right. Ja. Und dann ist natürlich das Ziel, das kennst du auch, du willst eigentlich, dass das Publikum das Gefühl mitfühlt, dass sie das fühlen, was du gefühlt hast, wo du den Song geschrieben hast. Und wenn du siehst im Publikum, und das ist natürlich der Lohn, zusammen mit dem Applaus von jedem Musiker, gell? Voll, ja. Das brauchst du in die Luft zum Schnaufen. Ja. Also, aber am liebsten bin ich trotzdem im Studio. Ah, okay. Aber ist nicht so, dass du gezwungen bist, fast zum Live-Spielen? Also weißt du, dass es für dich eher ein Zwang ist, sondern machst du es auch gern und da Ich mache es auch gern, ja. Weil, also klar, ich habe vielleicht am Anfang dann einmal ein bisschen Mühe, um drin hineinzukommen, aber ich glaube, das ist völlig normal. Ich merke immer im Nachhinein, hey nein, das belebt einfach unheimlich. Eben, und das Feedback, du brauchst das, weil sonst vertröchnest du im Studio. Du ja, vorher kannst du immer mal für dich da. Das ist das Geilste, wenn dir Leute schreiben. Hast du jetzt noch Leute, die dir schreiben für zum Beispiel Limazola Sachen, die du schon gemacht hast oder so, und schreiben, hey, wow, ja. Ich habe mal gelesen und es ja, ist ja, dein Album und dies, das. Also es ist wirklich so krass, dass immer noch nach 10 Jahren auf Facebook oder auf Instagram Reaktionen kommen, Feedbacks, hey, dazumals, der Track, der ist mir so eingefahren. Oder das Album, das habe ich auf und ab gelost. Und das ist natürlich, das ist unhure geil für mich, jetzt nach 10 Jahren. Und das ist eben, oder du hast vorher Dank gefragt, warum, was hast du gesagt, warum machst du jetzt nochmal auf Schweizerdeutsch? Oder, ich meine,
irgendwie sind gewisse Leute heavy berührt worden es schreit jetzt einfach nach einer Fortsetzung. Und ich habe noch etwas zu sagen. Das ist wichtig. Das ist wichtig, oder? Es ist nicht einfach so. Gell? Ja. Also, ja, nach der, hast du genug Zeit gehabt, jetzt zum Erlebnis zu sammeln und jetzt kann man es wieder. Ja, du musst zwischen deinen. Das hat der Göhle hat das mal sehr gut gesagt. Ja. Und er hat auch irgendwie einen Break eingeschaltet. Und dann hat er, weißt du, nach seinem Ultra-Erfolg mit dem weißen Schwan, wie der Song heisst. Ja. Dann hat er auch sehr gut gesagt, zwischen ihnen musst du einfach auch wieder das Leben leben. Du musst leben. Ja, das du stimmt. Musst etwas, also du, als Musiker, du musst was willst du erzählen? Ja. Also ich finde, du hast auch, das ist ja irgendwo eine Aufgabe, die du hast als Musiker, zu reflektieren, die Zeit zu reflektieren, wo wir darin leben. Mhm. Und etwas zu erzählen, etwas weiterzugeben, wo die Leute halt wirklich berührt. Also das ist das Ziel. Genau. Finde ich auch, ja. Das ist ein schöner Satz. Finde ich auch. Das ist recht, weil auch so ein belangloses Zeug gibt es auch genug, die das machen. Genug, ja, gibt es viel. Fühlt die andere ab. Nice, nice, cool. Yes, Mann. Hey, merci vielmals, bist du da gewesen. Ja, danke auch. Und also, wir sehen uns 2019 am Beatfight, oder? Du hast gesagt, du machst wieder mit. Eben, ich muss ja den Titel verteidigen. Ich muss mich gar nicht mehr anmelden, oder? Nein, wir haben gesagt, geil, du bist dabei. Okay. Auf jeden Fall. Du hast dich cool. Schon mal. Wir machen 2019. Es gibt ziemlich sicher noch mal einen Beatfight. Und sehr geil. Wir sehen uns dort wieder mal. Und im Herbst, EP draussen. Ja. Hast du irgendetwas, das noch loswerden willst, das den Leuten draussen noch erzählen willst? Und gute Frage. ja, ich sage einfach, vielleicht so viel. Alle musikinteressierten Menschen da draussen, öffnet euch. Auch gegenüber anderen Stilrichtungen. Hört vielleicht nicht nur Hip-Hop oder R&B oder Elektro oder whatever, sondern ja, macht auf und zieht euch einfach mal die ganze Bandbreite rein. Yes, man. So in dieser Art, ja. Schön, schön. Tipptopp. Yeah. Hey, danke dir. Ja, ich danke dir. Schön, dass du da danke auch für die Live-Beat-Session. Und wir sehen uns bald wieder 167 Flash. Peace. Ciao zusammen.